So, und damit herzlich willkommen zurück bei Destiny 2. Ja, ich habe noch einen Beutezug offen. Einen letzten. Ja, ich habe ihn offen, bedeutet, er hat ihn eigentlich nicht gezählt, meinen letzten. Ich habe das Spiel mal neu gestartet, hat sich auch nichts geändert und grundsätzlich nichts geändert und keine Ahnung, wenn es jetzt nicht geht, ja, dann müssen wir halt so lange pausieren, bis es geht. Wobei ich eigentlich in dieser Season noch gerne das Ganze durchspielen wollte. Ja, Zerz heißt er genau. Zerz, der Kollege hier. So. War ja klar. Tot ist er schon mal. Habe ich noch irgendein Fragment bekommen? Alles klar. Ich kann den nochmal schnell hinschmelzen. Und die Leute hier umbringen. Ah. Warum haben die hier. Das sind keine Spiegel. Doch, das sind Spiegel. Warum? So, bedeutet aber auch, hier ist noch eine Truhe. Okay, jetzt nehme ich diese Mission nochmal an. Also, Beutezug abgeschlossen, ne? Wir haben 4 von 5. Jetzt hat sich's geklärt. Hatte ich wohl einen richtig, richtig ekligen Bug gehabt. Mann, ey. Und jetzt pass auf, jetzt reisen wir dahin und am Ende passiert nichts. Okay. Oh. Meine Güte. Ich krieg da jetzt echt einen Hetzkasper. Ich hoffe, dann geht's endlich mal weiter. Also diese Missionen waren echt nicht schön. Also, ja. Abwechslung ja, aber immer so ein bisschen mit Taktgefühl, ne? Also nicht so sagen, okay, wir machen erstmal 20 Minuten Story mit ewig langen Cutscenes, die sehr geil waren, keine Frage. Und dann machen wir eine Mission, wo ihr fünf Sachen, also drei hätten gereicht. Das hätte mich nicht überstrapaziert. Oder meine Geduld oder whatever. Aber so hat's leider ein bisschen. Muss man halt ehrlich sagen. Es war eine nervig lange Mission. So, ich habe gelernt, man kann hier drüber fahren. Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Was soll ich hier laufen, Alter? So. Jetzt sind wir Freunde. Schön. Und ich nehme Freundschaft ernst. Sehr ernst. Jetzt da. Sieh mich nicht so an. Ich würde nie etwas von dir verlangen, das nicht auch in deinem eigenen Interesse wäre. Vergiss das nicht. Okay. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ich verrate dir die Verstecke der Barone, die ich wirklich sehr gut kenne. Denn bis vor kurzem gehörte alles noch mir. Jetzt fertig, schön. Jetzt, da du uns beide Freunde seid, verrät er dir den Ort, an dem sich die hohen Barone verstecken. Es ist an der Zeit, dass du Rache übst und Aldrin seiner Barone beraubst, indem du die Mission verhöhnt abschließt. Weißt du, man hätte es doch viel manchmal, glaube ich, auch ein bisschen mehr Mühe beim Schreiben. Spider gab uns die Chance, sie alle zu vernichten. In einem Rutsch. Und wenn Aldrin auch dabei ist, umso besser. Der Verräterprinz wird uns nicht überleben. Ist klar. Petra wird Aldrins Aufenthaltsort ausfindig machen. In der Zwischenzeit solltest du die Barone in der Mission verhöhnt zur Strecke bringen. Warum höre ich das doppelt? Gib mir die Mission. Ich will die umnieten. Alle. Jetzt. Ach, herrje. Wie ist denn diese Suros-Lieferung bei mir gelandet? Okay. Was soll's? Man soll nicht zu Bist du hier, um aufzustocken? Ich auch. Oh, lass mich doch alle in Ruhe. Lass mich doch einfach diese Mission machen. Und der Ladescreen. Der
the screen. Oh. Rein. Zugriff, Zugriff. Was? Petra will Blut sehen. Aber uns geht es um Gerechtigkeit. Nicht wahr? Naja, hoffen wir, dass Spiders Tipp über Aldrin und die Aufenthaltsorte der Barone stimmt. Das Territorium gehörte einst mir. Während des Umzugs musste ich einige wertvolle Dinge zurücklassen. Mhm. Ich habe einen Vorschlag, mein Lieber. Nein. Finde meine Depots. Und ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Jungs. Oder sie kommt von ganz alleine. Ich hoffe es für dich, dass wir die danach finden. Ansonsten klatscht es aber kein Beifall. Jetzt fange ich an, schlechte Witze zu reißen. Ruhe. Ich soll Depots finden. Da ist kein Depot. Du nervst. Hä? Na, wunderbar. Alles klar. Dir ist mein Dank in Form meiner Angriffslustigen bekannt. Sehr schön. Ja, damit kommen wir schon mal weiter. Da werden wir langsam gute Freunde. Schön, dass man sich hier hinstellen kann, die wegschneckern kann. Dann mag ich nicht. Oh, ich hoffe, ich schaff's. Jo, ich schaff's. Oh, aber mit Mühe und Not. Wo sind das? Sag mal, hallo? Danke. Das Depot ist doch auf der anderen. Warum ist es jetzt auf der anderen? Ich frag nicht. Und auch nicht für einen Freund. Nein, ich frag für niemanden. Das Depot ist hier oben. Okay, das ging ja zum Glück recht schnell. Oh, ich darf angreifen. Sehe ich das richtig? Die Machinisten. Machinisten. Also ist das die erste von diesen Baronen-Typis, Schleggensbubus, keine Ahnung. Hallo? Hat dich getroffen? Also, ja, das scheint die zu sein, weil die ist ein bisschen heftig unterwegs. Kurz aufladen, Moment. Und eins und zwei. Du bekommst gleich noch super hinterher. Oh boy. Wissen Sie, dass wir kommen. Wir müssen uns schulen. Warum? Egal. Dann räume ich halt hier auf. Passt. Ist okay. Das hat mich jetzt auch gerade mega überrascht. Was soll denn das? Auf einmal verschwindet die Olle. Sie heißt ja die Machine. Klong. Ja, wir laufen richtig. Haben wir schon gedacht, ey. Hier waren wir auch schon mal. Das war's. Ciao. Oh yeah. Gegnats. Wenn der eine hochfliegt, gehen alle hoch wahrscheinlich. So. Die Machinisten. Die hat aber auch Leute mit dem Schild. Hab ich recht? Da ist ein Häuptling. Das sind die Hajos. Okay. Noch ein Depot. Depot kommt, Spider. Schön, dass ihr da seid. Danke. Gehen wir schön rein.
eine Tür öffnen. Was? Oh. Die Steam-Server sind offline. Deswegen werden einige Systeme im Spiel nicht funktionieren. Was? Steam ist offline? Kann ich mir halt gar nicht vorstellen. Okay, also wir werden... Ich habe dem null Schaden zu... Ah. Jetzt habe ich ihm ein bisschen Schaden zu. Wow. Alles klar, Bruder. Da war der Kopf. Da war der Kopf. Da war nochmal der Kopf. Da war der Kopf. Hi. Auf den nächsten Kopf. Also, wir werden die alle auf Hälfte haben, oder was? Okay, der haut ab. Mein Gefühl sagt mir, er haut ab. Ich muss das Schwert weniger benutzen gerade. Was willst denn du jetzt? Danke. Da oben ist er. Oh, das war gerade richtig. Spider? Wir haben einen der Jungs verloren. Geschäfte machen hat seine Kosten, mein Lieber. Mach dich nicht verrückt. Mhm. Depot wird teleportiert. Ja, öffne die Tür. Danke. Okay, also wir haben dann wohl mehrere Gegner auf einmal dann. Am Ende. Also wenn wir am Ende keine Armee sind, dann haben wir echt ein kleines Problem schon. Weg. Ah, da hinten ist er ja schon. Eine Versenkungswaffe. Der Hohnläufer, hallo. Die Beine sind die empfindlichsten. Das da. Nein, das da. Hi. Okay. Ich muss hier weg, glaube ich. Ah ne, der ist schon wieder offen. Ja gut, der ist schnell platt gemacht. Okay. Oh, die verschwinden alle. Oh, okay. Das, war's wohl? Danke, Hohnläufer. Du warst eine ausgezeichnete gegnerische Kampfmaschine. Oder so. Ein Gespenst? Sind wir jetzt bei Phasmophobia oder was? Heide Nui. Na, ist auch weg. Jo, was für ein kleines Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk. Ich habe noch ein Depot von Spider gefunden. Oh shit. Das wird ein Arena-Kampf. Und kein einfacher. Wow, 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 wow. Das war eine Falle. Ja klar war es eine Falle. Was glaubst du, dass du hier ohne Probleme durchkommst oder was? Ich bin schnell genug. Aber die auch. Oh ja. Wir wissen ganz genau, was wir machen müssen gerade. Ein bisschen zu genau. So. Erstmal weg mit dem. Erstmal ein kleines Feuerwerk entzünden.
So, da hinten ist dieser komische Häuptling von Denner. Die Scheiße! Oh, ich konnte mir irgendwie noch was... Nein, nein, nein. Oh. Und jetzt... Oh nein. Was soll denn das jetzt? Meine Güte, hör doch mal auf zu laufen. Oh, kotzt er mich an. Wow. Ein Umbral-Engramm. Das wiegt alles in Gold auf. Hast du gehört? Die gehen nicht so nett mit anderen um. Oh, hopp, hopp. Die drehen sich, also Vorsicht fallen. Ah. Alles klar, der Henker. Heidi Nui. Bleib doch stehen. Ei, Bubi, bleib doch einfach mal da. Okay. Den kriegst du halt von der Seite. Alles klar. Gefällt König Aldrim. Und Aldrim ist mir sowas von egal. Glaubst du, wirst meine Hohenarmee, meine Geschwister und meinen Vater gleichzeitig besiegen? Nein, ich glaube einfach nur, dass ich dich töten werde. Das ist das Einzige, was ich gerade glaube. Okay. So. Oh, das ist kein Depot. Danke. Das könnte auch einfach gleich verschwinden. Ich brauche keine Barone, um dich niederzustrecken. Alles klar. Ich glaube, er wird den umbringen. Erhebt euch hoch. Gewährt die toten Dinge. Er ist nur Hohn des Fanatikers. Also, in Anführungsstrichen, nur Hohn des Fanatikers. Ja, was sollst du diesmal verzeigen mit deinem Fladderadacho hier? Oi. So, kommt noch jemand? Besiege den Fanatiker. Herzlichen Glühstrumpf. Und jetzt? Muss ich ans Tor? Muss ich kloppen oder was? Klopfen. Ich fürchte die Toten nicht. Ich beherrsche den Tod. Und du nützt mir mehr. Lebendig. Geh, verfolge deine Rachepläne. Deine gefallenen Opfer nehme ich in meiner hohen Armee auf. Die Festung ist sicher, aber die Barone sind entkommen. Das war unsere beste Chance, das zu beenden. Jetzt sind sie abgehauen. Was sollen wir jetzt machen? Der Geist ist so obvious. Dieser Geist ist so furchtbar obvious. Ja, die sind jetzt leider abgehauen. Hätten sie töten können. Ja. Oh, denen hast du es gezeigt, was? Kleiner Tipp. Kenne deinen Feind, bevor du dich ihm stellst. Rex ist warm, der Henker. Ein stummer Sadist.
Er war bekannt dafür, Geächteten die Arme herauszureißen. Kanix, der irre Bomber. Die Betonung liegt auf irre. Dieser Explosionsexperte hat einen Knacks weg. Die Gaunerin, Araskes, eine Lügnerin und Intrigantin. Ein Rat, vertraue nichts, was von ihr kommt. Hirax, der Gedankendreher, ein echter Manipulator. Er ist auf morbide Weise von der Schar fasziniert. Yavix, bekannt als die Raserin. Die Anführerin einer Bande moskitofahrender Wilder. Sie verbreiten nichts als Chaos. Der Schütze, Pyrrha, der einzige lebende Gefallene, der den Schuss landen konnte, der Kane sterblich machte. Elykris, die Maschinistin, die Geißel des Solis-Abstiegs. Sie hat ein ganzes Arsenal voller Technologie und schwerer Geschütze, die sie mir gestohlen hat. Der Fanatiker, höchstpersönlich. Fokrul, Anführer der Barone und Erster des Hohns. Seine dunkle Magie hat keinen Platz in meiner Bucht. Keinen. Zu schlimmer Letzt, Aldrin Soth, Verräter seines Volkes. Der Mann, der den Abzug drückte. Von ihm gibt es zwar keine Spur, aber seine Barone sind reif. Spüre sie auf und erledige sie. So isolierst du Aldrin und kannst ihn finden. Dann musst du nur noch den Abzug drücken.